Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Studierende, willkommen hier in Präsenz. Sind ja sogar einige da, trotz Wetter und so weiter. Und vor allem auch die Kolleginnen und Kollegen, die Studierenden und Gäste in Kassel. Schönen Gruß aus Marburg und willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung im Rahmen der Vortragsreihe. Marburg-Kassel-Vortragsreihe im Rahmen des Projekts Extraktivismus in Lateinamerika und im Maghreb, gefördert durch BMBF. Das Verbundprojekt beschäftigt sich mit der Rolle der Rohstoffe bei der gesellschaftlichen Transformationen, Machtverschiebungen und Entwicklungsstrategien sowie ökologische Herausforderungen in den beiden Regionen Maghreb und Lateinamerika. Unter anderem für den heutigen Vortrag sehr wichtig, fragen wir uns auch, welche Auswirkungen hat die sogenannte Energiewende, ökologische Wende in Deutschland, in Europa für die beiden Regionen, die ja bekanntlicherweise sehr wichtig sind für die Rohstoffe und für diese Energiewende in Europa und in Deutschland. Unser heutiger Gast beschäftigt sich mit den Folgen des Klimawandels global und plädiert für eine globale Nachhaltigkeitsrevolution und thematisiert das Spannungsverhältnis zwischen sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitszielen. Dabei lautet seine These: ökologische und soziale Nachhaltigkeit bedingen sich wechselseitig, weshalb das eine ohne das andere nicht zu haben ist. Ich freue mich sehr, und das ist wirklich eine große Ehre, Herr Klaus Dörre in Marburg begrüßen zu dürfen, quasi in seiner Studienheimat. Herr Dörre ist Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Universität Jena und dies seit 2004. Er hat in Marburg Politikwissenschaft, Soziologie, Wirtschaft, Sozialgeschichte und Volkswirtschaftslehre an der Philipps-Universität studiert. Nehmen Sie daran Beispiel, dass Sie noch mehrere Kleinwerke noch dazu nehmen, wenn Sie sich jetzt mit dem Bachelor und Master sich überfordert fühlen. Zwischen 1984 und 89 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Institut für Politikwissenschaft und dort hat er auch seine Promotion verfasst zum Thema junge Gewerkschafterinnen vom Klassenindividuum zum aktiven Bürger. Er habilitierte an der Universität Göttingen zum Thema Kampf um Beteiligung, Arbeit, Partizipation und industrielle Beziehungen im flexiblen Kapitalismus. Damit habe ich etwa einen Bruch von den Themen, mit denen der Kollege Dörre sich beschäftigt, unter anderem also Kapitalismustheorie, Finanzmarktkapitalismus, flexible und prekäre Beschäftigung, Partizipation in Unternehmen, Arbeitsbeziehungen, strategischer Unionismus, Digitalisierung, Rechtsradikalismus, Umwelt und so weiter und so fort. Ich kann gar nicht die Liste der Veröffentlichungen hier präzise sagen, weil er hat mehr als 100 Seiten lang Bibliografie. Ich weiß nicht, wie Sie das machen. Aber ich nenne die drei letzten Veröffentlichungen im Jahr 2022 und da handelt es sich um Bücher. Unter anderem, ich werde es jetzt versuchen auf Spanisch, Teorema da Expropriatio Capitalista. Capisao, ja. Ja, danke schön, das ist er. Okay. Erschien 2022 in São Paulo und dann Abschied von Kohle und Auto, sozial-ökologische Transformationskonflikte um Energie und Mobilität, auch 22 im Campus, zweite aktualisierte Auflage ist das. Und das letzte ist die Utopie des Sozialismus, Kompass für eine Nachhaltigkeitsrevolution, auch eine zweite Auflage. Sprich, das sind Marburger Themen und da sieht man ein bisschen roten Faden und aber auch einen der meistgesuchten Fachleute in dieser wichtigen Frage von heute. Ich werde auch nicht alle seine Forschungsprojekte aufzählen, unter anderem SFW
Transregio und zig Projekte vom BMBF, ja auch dieses Projekt hier fördert. Ich freue mich, dass Sie da sind und ja, vielen Dank für Ihr Zuhören und ich freue mich auf Ihre Podcast. Danke. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank, verehrter Kollege Weißer. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ja. Verehrte Anwesende, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, ich freue mich wirklich, und das ist keine Phrase, außerordentlich heute Abend in Marburg zu sein. Und ich habe dem Kollegen Weißer schon gesagt, warum. Das werde ich jetzt hier nicht öffentlich mitteilen. Ich bin aber tatsächlich ein alter Marburger. Und lassen Sie sich von meinen vielen Studienfächern nicht beeindrucken. Eigentlich wollte ich Berufsrevolutionär werden. Das hat nicht geklappt. Aus Verzweiflung bin ich Soziologe geworden. Dieses Buch, die Einladung zu diesem Buch reflektiert kurz diese Passage. Ja, weil ich etwas nostalgisch zwar auch die sektiererischen Kämpfe der damaligen Zeit, der 1970er Jahre, vor Augen habe und mich da auch ja, distanziere wäre falsch, aber sozusagen kritisch verhalte. Auf der anderen Seite ist es aber so gewesen, dass ich erinnere mich zum Beispiel an eine Wohngemeinschaft auf dem Wehr 3. Da habe ich gewohnt. Die Grunderfahrung, dass man Dinge tut, ohne dass sie einem wirklich nützen, selbst. Ziemlich selbstverständlich gewesen ist. Und das, muss ich sagen, ist für mich heutzutage noch eine sehr wichtige und man könnte sagen Grunderfahrung. Also man könnte es mit dem schlichten Wort Solidarität bezeichnen oder solidarische Lebensweise, Lebensformen. Die habe ich in Marburg kennenlernen dürfen. Und deshalb denke ich an die Marburger Zeit immer gerne zurück, auch wenn das ein bisschen nostalgisch ist. Ja. Gut, jetzt aber zum heutigen Thema. Ich will mich tatsächlich dem Verhältnis von sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit widmen. Ich will das in folgenden Schritten tun. Ich stelle Ihnen die These vor. Dann mache ich einen Ausflug zum Versuch, sowas zu entwickeln wie eine neue Konzeption von Klassen, bezogen jetzt erstmal auf die entwickelten kapitalistischen Länder und insbesondere die Bundesrepublik. Das werde ich nur mit so ein paar Einsprengseln tun, mit so ein paar Spotlights gewissermaßen. Ich mache das deshalb, um dann einen Blick zu werfen auf empirische Fälle, die wir jetzt untersuchen, jetzt leider erstmal nur in Deutschland. Der Schritt, das sozusagen auszuweiten, wir wollen unter anderem untersuchen in Argentinien und Brasilien, der steht noch aus, aber ich kann in den Schlussfolgerungen dann sicherlich schon das ein oder andere zu diesem Problem sagen. Die Schlussfolgerungen werden auch der vierte Punkt. Ich denke, dass ich so, wenn es recht ist, 45 Minuten bis eine Stunde spreche. Wenn ich zu schnell sein sollte, wenn ich unverständlich sein sollte, bitte tun Sie mir einen Gefallen, wir sind hier unter uns. Sagen Sie es direkt und zwingen Sie mich, verständlich zu sein. Das sage ich vorab, weil ich manchmal dazu tendiere, Dinge dann doch sehr schnell zu entwickeln. Das sollten wir tunlichst vermeiden. Ich begrüße auch die Kolleginnen und Kollegen in Kassel. Mache das auch sehr gerne, weil wir gegenwärtig im Kasseler VW-Werk Bornatal untersuchen, werde auf den Fall auch eingehen. Und das ist ja inzwischen auch ein offenes Geheimnis. Ich vorhabe in naher Zukunft auch ein bisschen intensiver mit den Kolleginnen und Kollegen in Kassel zusammenzuarbeiten. So viel zur Vorrede. Und jetzt geht es gleich in medias res. Das ist meine These. Die lautet, unter den Bedingungen der ökonomisch-ökologischen Zangenkrise, ich werde gleich erklären, was ich damit meine, verwandelt sich der alte industrielle und in den wohlfahrtsstaatlich regulierten Staaten demokratisch eingehegte Klassenkonflikt mehr und mehr in einen sozial-ökologischen Transformationskonflikt. Damit ist gemeint, es gibt noch Klassen- und Klassenkonflikte. Also die Ulrich-Beck'sche These, dass die Dynamik ökologischer Großgefahren uns alle gleich macht und dazu führt, dass klassenspezifische Verteilungskämpfe an Bedeutung verlieren, halte ich für völlig falsch. Der Meinung war ich übrigens schon, als ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Marburg war. Das war so eine meiner ersten Schriften gegen Ulrich Beck, kritisch zu Ulrich Beck
der die Risikogesellschaft geschrieben hatte. Und ich habe emphatisch ein kleines rotes Heftchen geschrieben, das hieß Risikokapitalismus. Voller Bewunderung für Ulrich Beck, aber dann eben doch kritisch. Und ich würde zuspitzen, also Ulrich Beck hat seinerzeit argumentiert, Smog ist demokratisch, Not ist hierarchisch, Smog ist demokratisch, weil der betrifft alle. Ich würde sagen, das stimmt, aber nicht alle gleich. Und das gilt auch für alle anderen Facetten des ökologischen Gesellschaftskonflikts. Selbstverständlich betrifft der Klimawandel alle, aber eben nicht alle in gleicher Weise und in gleichem Maße. Und um diese soziale Differenziertheit in den Griff zu bekommen, meine ich, dass wir ein Konzept von sozialen Klassen benötigen und will zeigen, dass in Gesellschaften unseres Typs sowohl herrschende als auch beherrschte Klassen politische Ausstrahlung nur entwickeln können, wenn sie beide Konfliktachsen bedienen, sowohl den ökologischen Gesellschaftskonflikt als auch den Klassenkonflikt im Sinne von sozialen Beschäftigungs-, Einkommens-, Vermögens-, Ungleichheiten und so weiter. Nur wenn man sozusagen in beiden Großkonflikten präsent ist, wird man in der Lage sein, gesellschaftlich hegemonial zu sein. Das ist so ein bisschen die Kernthese, die bei mir mitschwingt. Und das werde ich jetzt versuchen zu begründen. Als erstes erkläre ich, was unter ökonomisch-ökologischer Zangenkrise zu verstehen ist. Das verdeutliche ich gerne an diesen drei Kurven, die leider noch nicht vollständig sind, weil die Weltbank mir immer noch nicht die Daten geliefert hat, um die Kurven zu vervollständigen bis zum Jahr 2023. Also scharfe Kritik an den Rechenoperationen und der Dokumentation der Weltbank. Ich nenne diese drei Kurven Highway to Hell, werde Ihnen jetzt erklären, warum und was das mit Zangenkrise zu tun hat. Die obere Kurve zeigt die klimaschädlichen Emissionen weltweit pro Kopf. Pro Kopf. Das heißt, die Kurve untertreibt dramatisch. Würden wir die Jahresscheiben nehmen, also die Steigerung der Emissionen vom einem Jahr auf das andere, würde sie steil nach oben zeigen, zumeist. Würden wir das 1,5-Grad-Ziel nehmen, dann müsste diese Kurve längst steil nach unten zeigen. Und sie müsste in Deutschland 2045 bei Null sein. Sie müsste in EU-Europa 2050 spätestens bei Null sein. Und sie müsste in China 2060 spätestens bei Null sein. Das sind die selbstgesteckten Ziele. Real ist es so, dass wir absolute Rückgänge der klimaschädlichen Emissionen im nennenswerten Ausmaß eigentlich nur in 2 Jahren hatten, weltweit. 2009 und im ersten Halbjahr 2020. Warum? In den Jahren ist nicht die Weltwirtschaft überraschend ökologischer geworden, sondern wir hatten dramatische ökonomische Krisen. 2009 war das Jahr, wo die globale Finanzkrise auf ihrem Tiefpunkt war. Also das Wirtschaftswachstum gemessen in den Kriterien des Bruttoinlandsprodukts steil nach unten zeigt, das sehen Sie in der blauen Kurve, ne? Tief nach unten. Und im ersten Halbjahr 2020 war das genauso. Also die klimaschädlichen Emissionen sind zurückgegangen wie seit 30 Jahren nicht mehr. Mein Freund Hartmut Rosa hat gejubelt, endlich, jetzt werden wir den Segen der Entschleunigung alle erkennen. Ich habe ihm damals etwas unfreundlich gesagt, du hast einen an der Waffel, da war er sehr beleidigt. Die Tonlage war unangemessen für den akademischen Diskurs. Aber was ich damit sagen wollte, war, wart mal ab, was passiert, wenn die Weltwirtschaft wieder anzieht. Und was ist passiert? Kaum hat sie wieder angezogen, holten die Emissionen wieder auf. 2021 war der alte Stand erreicht und 2022 sind wir auf Rekordniveau. Ja. Das ist der Grund, warum Antonio Guterres jetzt auf der COP27-Konferenz in Ägypten gesagt hat, wir kämpfen den Kampf unseres Lebens und sind dabei zu verlieren. Und auch die dritte Kurve weist genau in diese Richtung. Das ist der weltweite Energieverbrauch. Sie sehen, die Kurve sinkt überhaupt nicht mehr. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir stellen die Mobilität auf elektrisch betriebene Mobilität und was mit der Kurve passiert. Übrigens, 10% des weltweiten Energieverbrauchs gingen 2015 schon zulasten der Nutzung des Internets. Können Sie sich auch vorstellen, was das noch bedeuten wird in Zukunft. So, wenn wir die Kurven nehmen und es fehlt noch eine vierte, nämlich
der weltweite Ressourcenverbrauch und verlängern das in die Zukunft, dann landen wir nicht bei einem 1,5 Grad Erderhitzungsziel, wie das ja im Pariser Klimaabkommen vereinbart ist und gewissermaßen vom Weltklimarat als noch einigermaßen kontrollierbar definiert worden ist. Einigermaßen kontrollierbar heißt, das müssen wir auch klar sehen, jedes Zehntel Grad Erderhitzung bedeutet in der Sahelzone Massenarmut, Hunger und Tod. Ja, also beherrschbar ist da auch ein relativer Begriff. Aber bei Anhalten der Gegenwartstrends gilt das, was Sie da in den Thermometern sehen. Das stammt vom Bundesumweltamt, die machen sehr schöne Schaubilder. Also man weiß eigentlich alles, auch die Regierenden wissen eigentlich alles. Selbst wenn alle Maßnahmen, die zur Bekämpfung des Klimawandels, des menschengemachten Klimawandels jetzt beschlossen sind, weltweit umgesetzt wurden, davon sind wir meilenweit entfernt, ja, Sie denken an die Auswirkungen des Krieges, aber selbst wenn dieses eintreten würde, dann würden wir bestenfalls, hier sehen Sie es, bei einem 2,6 Grad Ziel landen. COP27 in Ägypten hat formuliert 2,4 Grad Erderhitzung. Das würde bedeuten, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Zunächst für 200 Millionen Menschen in küstennahen Weltregionen. Aber es kann auch auf ein 3 Grad Erderhitzungsszenario, auf ein 3,5 oder 4 Grad Erderhitzungsszenario zulaufen. Dann wären direkt betroffen 1,6 Milliarden Menschen, schon beim 3 Grad Erderhitzungsszenario, die schlicht ihre angestammte Heimat verlieren würden und dort nicht mehr leben können. 1,6 Milliarden Menschen. Übrigens am stärksten betroffen die armen Länder des globalen Südens, die davon häufig gar nichts wissen wollen. Aber ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass ich auf dem Soziologiekongress in Caxambu in Brasilien gesprochen habe. Da habe ich die Zangenkrise, das Zangenkrisenkonzept auch vorgestellt. Und ich habe die gelangweilten Blicke der Kolleginnen und Kollegen gesehen. Und beim Mittagessen hat mir ein von mir sehr geschätzter Kollege erzählt, das sei doch eher ein Szenario für den Norden. Die Vorstellung, dass Copacabana und Ipanema verschwinden können, also war nicht in seinem Kopf, hat er nicht geglaubt, muss man einfach sagen. Ja. Also wir haben sozusagen auch Barrieren bei der Wahrnehmung dieser Problematik und natürlich nicht nur im Süden, also nicht, dass ich missverstanden werde, sondern wir haben die weltweit. Um jetzt zum Konzept der Zangenkrise zurückzukommen, das, was sich in diesen Kurven andeutet, ist Folgendes. Unter den Bedingungen oder Zangenkrise besagt, dass das wichtigste Mittel zur Befriedung sozialer Konflikte in modernen, überwiegend kapitalistischen Gesellschaften, nämlich die Erzeugung von Wirtschaftswachstum nach den Kriterien des Bruttoinlandsprodukts, unter Status Quo-Bedingungen, will heißen, verbunden mit hohem Ressourcenverbrauch, hohem Emissionsausstoß und hohem Energieverbrauch, notwendig und zwingend zur Aufschaukelung ökologischer Großgefahren führt, allen voran dem Klimawandel, mit der Gefahr eines Ökozids. Das muss man, glaube ich, so deutlich sagen. Das bedeutet, das meint die Zange, dass Gesellschaften unseres Typs, also vor allen Dingen die entwickelten kapitalistischen Gesellschaften, sich in der Zange von sozialer Not auf der einen Seite und sozialer Ungleichheit auf der einen Seite und ökologischen Großgefahren auf der anderen Seite sehen. Bleibt das Wirtschaftswachstum aus, wie 2009 oder 2020, explodiert die soziale Not. Wir haben allein 2020 zusätzlich weit über 60 Millionen, ich glaube, es sind sogar 100 Millionen Menschen in Form extremer Armut gehabt. Also die Armut steigt wieder an, auch die extreme Armut steigt wieder an, der Hunger nimmt wieder zu. Und das hängt natürlich mit den tiefen wirtschaftlichen Einbrüchen zusammen. Kommt es aber zu Wirtschaftswachstum, dann bedeutet das unter Status Quo-Bedingungen Beschleunigung des Klimawandels, des Artensterbens und Kumulation ökologischer Großgefahren. Eigentlich, das besagt dieses Konzept der Zangenkrise, gibt es nur zwei Möglichkeiten aus dieser Metakrise. Also das ist eine Krisenkonstellation, die alle anderen Krisen überformt. Deshalb halte ich von dem Begriff der Polykrisen nicht so furchtbar viel. Ne?
Weil dann ist alles irgendwie irgendwann mal in der Krise, stimmt auch. Wir haben viele Krisen parallel. Aber das führt dazu, dass es keine klare Hierarchie der Krisenursachen gibt. Und der Begriff der Zangenkrise versucht sozusagen diese Hierarchie im Sinne einer Metakrise zu deuten. Von Krise kann man deshalb sprechen, weil es ein politisch festgelegtes Ende gibt. Beim Klimawandel ist das 2050. Ja, das will ich mal sagen. Und der Bundesrepublik 2045. So, und bezogen darauf gibt es eigentlich nur zwei Lösungsmöglichkeiten. Zwei Optionen. Die eine Option ist, und das ist die Mehrheitsmeinung, wir müssen das Wirtschaftswachstum von seinen ökologisch- und sozial zerstörerischen Folgen befreien. Das ist ein gutes Ziel, ist aber noch nirgendwo gelungen. Das Jahr 2015 war ein bisschen eine Ausnahme, kann ich in der Diskussion noch was dazu sagen. Die andere Möglichkeit wäre, dass wir Gesellschaften eines Typs ansteuern, die sich vom Zwang zu raschen, dauerhaften Wirtschaftswachstum befreien. Das wären in einem neutralen Begriff Postwachstumsgesellschaften. Sie könnten qua Definition eigentlich keine kapitalistischen mehr sein, weil sie mit dem Zwang zu unendlicher Akkumulation und Wachstum brechen müssten. Auch solche Gesellschaften gibt es gegenwärtig nicht. Das bedeutet, wir beschreiben Terra Incognita. Das versuche ich in diesem Buch, das ein bisschen zu vermessen. Aber das wäre die Konstellation. Ja? Und verbunden ist diese Konstellation mit der Frage, wir wissen das ja alles eigentlich schon in Grundzügen seit der ersten Studie, das Club of Rome, die sich jetzt das 50. Mal gejährt hat. Und trotzdem passiert, gemessen an dem, was nötig wäre, so unendlich wenig. Und das, was passiert, so langsam, inkonsequent und so weiter. Wie ist das eigentlich zu erklären? Und das führt mich jetzt zum nächsten Punkt. Eine wesentliche Erklärung für die Blockade von Nachhaltigkeitspolitiken wurzelt aus meiner Sicht darin, dass jede ökologische Großgefahr ein soziales Gerechtigkeitsproblem beinhaltet. Man könnte auch sagen, eine Klassenproblematik, wenn man so will. Und genau das sehen Sie in diesen beiden Schaubildern. Die habe ich entnommen einer, wie ich finde, bahnbrechenden Studie von Lukas Chancel. Lukas Chancel ist ein Ökonom, der mit Thomas Piketty zusammenarbeitet. Piketty ungleich bekannter und berühmter. Aber Lukas Chancel ist sozusagen der Bodenständige, der im Hintergrund die Daten bearbeitet. Ja, das ist ja oft so, dass wir solche Konstellationen haben. Ja. So, und der hat im letzten Jahr in Nature 20 Seiten veröffentlicht zum Zusammenhang von sozialer Frage und Klimawandel. Muss vorausschicken, mit Lukas Chancel, die Datenlage ist unheimlich schlecht. Aber er hat sozusagen auch einen ausführlichen Methodenteil, sobald man auf 20 Seiten methodisch argumentieren kann, um zu beschreiben, was er da wie misst. Weil die Daten zum Klimawandel, sie können so rechnen, sie können anders rechnen. Ja, sie können immer so rechnen, dass alle Schuld bei den Konsumenten liegt und so weiter. Also man muss genau hinschauen, wie gerechnet wird und was da gerechnet wird. Und Chancel kommt jetzt, ich will jetzt den Methodenteil nicht wiederholen, da könnte ich auch nichts Eigenes zu sagen. Also wenn Sie wissen wollen, was der Tell-Index ist, schauen Sie einfach in die Studie rein, die ist online verfügbar. Aber mir kommt es auf zwei wirklich wesentliche Aspekte an. Das Schaubild rechts, was Sie sehen, veranschaulicht die Entwicklung der Ursachen für die klimaschädlichen Emissionen, der einerseits geht auf das Konto von Ungleichheiten zwischen Staaten, also vor allen Dingen Unterschiede, Ungleichheiten zwischen reichen Norden und armen Süden. Und auf der anderen Seite die Anteile, die zurückzuführen sind auf Ungleichheiten innerhalb nationaler Gesellschaft. So. Und für die Messpunkte 1990 bis 2019 ergibt sich folgende Veränderung. 1990 wurden zwei Drittel der klimaschädlichen Emissionen verursacht durch Ungleichheiten zwischen Staaten. Also entscheidend war, wo sie gelebt haben. Ja, wenn sie in Guatemala gelebt haben, dann ist klar, dass sie ungleich weniger emittieren als in den USA oder in Deutschland und so weiter. 2019 hatte sich das Verhältnis genau umgekehrt.
Nur noch ein Drittel der klimaschädlichen Emissionen ist zurückzuführen auf Ungleichheiten zwischen Staaten und zwei Drittel auf Ungleichheiten innerhalb nationaler Gesellschaften in Nord und Süd. Ja? Das bedeutet nicht, um das auch klarzustellen, dass die Ungleichheiten zwischen Staaten als verursachender Faktor unwichtig geworden wären. Aber die Ungleichheiten, die zunehmenden Ungleichheiten innerhalb nationaler Gesellschaften in den letzten 30, 35 Jahren kommen als ein weiterer wichtiger Faktor dazu. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich verbinde das manchmal, Stefan Lessenich, ich würde ja hier auch noch vortragen, ich verbinde diese Daten manchmal mit einer bissigen Bemerkung zum Konzept der imperialen Lebensweise und vor allen Dingen der Externalisierung und so einer Vorstellung, als sei alles, was im globalen Norden passiert, immer zwangsläufig mit negativen Folgen für den Süden behaftet. Das wäre so eine Art Superdependenztheorie, die nicht stimmt. Ja? Also die kapitalistischen Eliten im globalen Süden tragen immens zu klimaschädlichen Emissionen bei. So, und das zweite Schaubild verdeutlicht in etwa Folgendes. Ich kann es jetzt hier nochmal in den wichtigsten Botschaften zusammenfassen. Die Zeit, in der die untersten Einkommensgruppen der reichen Länder mehr emittierten als die wohlhabendsten Gruppen der armen Staaten, ist vorbei. Heute emittieren die unteren und mittleren Vermögens- und Einkommensgruppen in Europa und Nordamerika deutlich weniger als die oberen 10% in Asien, Russland und Lateinamerika. Also es ist nicht einfach eine Nord-Süd-Problematik. Ja? Uli Brandt stünde ja jetzt hier, würde sagen, wir haben das Konzept der imperialen Lebensweise auch nie als ein geografisches begriffen. Ja? Und wir wollen die Klassenproblematik drin haben, okay. Aber sowas wie einen einheitlichen Wachstumshabitus, das gibt es nicht. Ja? Da müssen wir die soziale Differenzierung genauer anschauen. Der zweite Punkt, und das besagt das zweite Schaubild, ich gehe nochmal zurück, können Sie sich aber aus dem Netz ziehen, besagt, dass die Emissionen der ärmeren Bevölkerungshälfte in Europa und Nordamerika seit 1990 um mehr als ein Viertel zurückgegangen ist, während sie in den Entwicklungsländern im gleichen Ausmaß zugenommen haben, die Emissionen. Die unteren und mittleren Einkommens- und Vermögensgruppen in Europa und Nordamerika haben Werte erreicht, und das ist bemerkenswert, die denen der Pariser Klimaziele, ich würde jetzt etwas anders formulieren, nahe kommen. Das bedeutet ja, Pariser Klimaziele zwar etwas weniger als 2 Tonnen pro Kopf. Selbst Produktionsarbeiter in den meisten entwickelten kapitalistischen Staaten nähern sich diesem Wert an, aber nicht freiwillig. Das ist der entscheidende Punkt. Also in Griechenland sorgt die Austeritätspolitik oder hat die Austeritätspolitik dafür gesorgt, dass 2 Drittel der Bevölkerung ihren Gürtel dramatisch enger schnallen müssen. Das ist also ein erzwungener Konsumverzicht und Arbeitslosigkeit und so weiter. Und das sorgt für Emissionen, Reduktion der Emissionen. Ja? Und was noch dazu kommt, die reichsten 10% in den reichen Ländern verursachen jährlich nahezu die Hälfte der klimaschädlichen Emissionen. Die ärmere Hälfte ist für ca. 11,5% verantwortlich der Emissionen. Das reichste Prozent emittiert 26% mehr als vor 30 Jahren. Die reichsten 0,01% sogar 80% mehr. Also eine dramatische Steigerung des Klimafußabdrucks bei den kapitalistischen Eliten und den reichsten Gruppen. Und alles, was sozusagen reduziert worden ist an klimaschädlichen Emissionen, geht auf das Konto der kleinen Portemonnaies. Kann man auch für EU, Europa und die EU-Haushalte sagen. Zwischen 1990 und 2015 sind die klimaschädlichen Emissionen in der EU um etwa 25% zurückgegangen. Das oberste 1% hat 5% zugelegt und die unteren Einkommensgruppen haben die Emissionen um 31% reduziert. Das heißt, wenn man das zuspitzt, dass diese Ungleichheit, also der erzwungene Konsumverzicht in den unteren Einkommensgruppen, den Zuwachs an Emissionen bei den kapitalistischen Eliten oder den Eliten weltweit statistisch zum Verschwinden bringen. Und man könnte es auch so sagen, die Luxusproduktion für den Luxuskonsum der Reichsten ist überhaupt nur noch deshalb möglich, weil die unten häufig gezwungenermaßen verzichten. Ja? Und die letzte Zeile ist mir besonders wichtig. In der Lukas-Schanzel-Studie, der letzte Satz,
Hauptursache für die klimaschädlichen Emissionen sind die Investitionen, nicht der Konsum. Die Investitionen, nicht der Konsum. Das ist eine bittere Wahrheit, um das klar zu sagen. Es bedeutet nämlich, ich will jetzt niemandem zu nahe treten mit den Ernährungsgewohnheiten und so weiter, aber es bedeutet, dass Sie gerne übergehen können zu einer veganen Ernährung und entsprechenden Lebensweise. Und wir können das im Kollektiv tun. Für die klimaschädlichen Emissionen haben wir damit noch nicht allzu viel gewonnen. Ja? Ich pointiere es nochmal. Am stärksten, jetzt komme ich zu meinem Klassenkonzept, ausgeprägt sind ökologische Werte bei den Angehörigen wohlhabender Mittelklasse. Da steht der Bekämpfung des Klimawandels ganz oben. Das Problem ist, dort ist auch ein Autotyp besonders verbreitet, der die drei Buchstaben SUV trägt. Ja. So, und man will zwar den Klimawandel bekämpfen, aber wenn es um die Sicherheit der Kinder geht, die man ja zur Schule oder zum Kindergarten fahren muss, macht man es mit einem SUV. So. Und da liegt ein Grundproblem, warum das nicht funktioniert mit der Bekämpfung des Klimawandels. Ja. Sie kriegen offenbar die Konsumgewohnheiten so nicht in den Griff. Die gesamte Autoindustrie, habt ihr jetzt wieder ein Interview gehabt mit einem Vorstandsmitglied Mercedes-Benz, die hat sehr klar gesagt, das Hauptgeschäft machen wir mit den Fahrzeugen in den Hochpreisnischen, also SUVs und Vergleichbares. Es ist eine große Leistung der deutschen Autoindustrie, dass sie diesen Markt besetzt hat. Daran hängen Einkommen und Arbeitsplätze und das werden wir auch in Zukunft tun, weil das Segment der Reichsten wird weiter zunehmen. So. Und damit sind wir beim Problem. Da werden die Investitionen hinfließen und jetzt mache ich es mal zugespitzt am SUV, obwohl mir klar ist, das ist jetzt das Symbol für vieles andere. Und ich spitze mal zu, besser als einen SUV nicht zu kaufen und nicht zu fahren, ist ihn nicht zu produzieren. Das entscheiden aber nicht Sie und ich, weil die Entscheidung über das Was, Wie und Wozu der Produktion exklusiven Manager-Eliten vorbehalten bleibt, die das zivilgesellschaftlich nicht rückkoppeln müssen. Und da liegt das Kernproblem. Das ist ein Problem von Entscheidungsmacht. Wer entscheidet, was mit welchen Mitteln produziert wird? Und dieses Problem der Entscheidungsmacht führt zu kapitalistischem Eigentum, zur Verfügung über Produktionsmittel und damit zu einer Klassenproblematik, wenn man so will. So, und das will ich jetzt nochmal, ich hatte jetzt gedacht, vielleicht ist John Kanankolum da. Deshalb habe ich Pulanzas dabei. Ja. Aber in Kassel gibt es ja auch ein paar, die mit Pulanzas besonders vertraut sind. Ich will kurz skizzieren, wie wir jetzt gewissermaßen Klassenanalyse betreiben und wie wir das mit dem ökologischen Gesellschaftskonflikt verbinden. Den Pulanzas habe ich deshalb rausgewählt, weil beim Pulanzas gibt es ja bekanntermaßen die Vorstellung, der Staat ist ein soziales Verhältnis und das, was in den Staatsapparaten passiert, ist Klassenkampf. Also Klassenkampf findet in den Staatsapparaten statt. Das soziale Verhältnis Staat hängt ab von den Kräfteverhältnissen zwischen Klassen und so weiter und er hat den Mittelklassen dabei eine besondere Rolle zugeordnet. Ich finde es jetzt gerade nicht. Also dieser Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit. Und der hat als einen Kausalmechanismus, der die Beziehung zwischen Mittelklassen und Arbeiterklassen bestimmt, den Modus ideologischer Beherrschung benannt. Das heißt, Angehörige von Mittelklassen sind in der Lage, qua beruflicher Position, ihre Vorstellung von Gesellschaft, gesellschaftlicher Dynamik und so weiter, aufgrund ihrer besonderen Stellung in den Produktionsprozessen, in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, anderen nicht unbedingt aufzuzwingen, aber sie doch durchzusetzen, diese Vorstellung. Ja. Da ist mir Pulanzas wichtig. Ansonsten ist das bei unserer Klassenkonzeption, das sind jetzt schon die Rechnungen zu unserer Klassenheuristik, ich stelle dann nur die Pointen vor, deshalb wichtig, weil wir drei Kriterien benennen, nach denen wir jetzt sozusagen Klasse konstruieren. Das erste ist die Verfügung über Produktionsmittel. Das ist relativ traditionell marxistisch, könnte man sagen, nicht?
Besitz an oder Verfügung über Produktionsmittel scheidet herrschende und beherrschte Klassen. Das zweite Kriterium wäre bürokratische Kontrollmacht. Also sie herrschen über Menschen in Produktionsprozessen, qua Ausübung bürokratischer Kontrollmacht plus sozusagen ideologischer Dominanz. Das wäre Poulantzas, ne? Das wäre das zweite Kriterium. Und das dritte Kriterium wäre die Verfügung über Sozialeigentum. Das wäre die Innovation. Kriterium 2 wäre auch noch Eric Olin Wright, der ja auch öfter mal in Marburg war, glaube ich. Jedenfalls vor längerer Zeit, lebt ja inzwischen auch nicht mehr. Auch ein Freund von mir. Sozialeigentum stammt, der Begriff stammt von dem Kollegen Robert Castell, lebt leider auch nicht mehr. Auch mit dem war ich eng befreundet. Französischer Soziologe und Sozialpsychologe. Metamorphosen der sozialen Frage ist eines seiner Hauptwerke. Und da hat er auch diesen Begriff des Sozialeigentums entwickelt. Sozialeigentum meint ein Kollektiveigentum in individueller Verfügung, bestehend aus Anwartschaften auf soziale Sicherungsleistungen, Krankenversicherung, Rente und so weiter, sozialen Rechten, tariflichen Normen, Mitbestimmungsmöglichkeiten, Arbeitsrecht und so weiter, das den Effekt hat, für Lohnabhängige, zumindest in den wohlfahrtsstaatlich regulierten Kapitalismen, etwas zu ermöglichen, was vorher nur dem Besitz an Produktionsmitteln vorbehalten war, nämlich das Leben einigermaßen planbar zu machen. Ja, also haben Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei VW mit den entsprechenden Vergünstigungen, die so hoch auch nicht mehr sind? Sind Sie kreditfähig? Wissen, dass Sie da nicht rausfliegen? Müsste ein Wunder passieren? Sie können planen, Ihr Häuschen zu bauen und so weiter. Das war mal sozusagen, galt mal für große Teile der Arbeiterschaft in den Sozialkapitalismen, natürlich nicht im globalen Süden. Aber das sozusagen, die Verfügung über Sozialeigentum ist sozusagen ein klassenkonstitutives Moment in den wohlfahrtsstaatlichen Kapitalismen. Und das führt uns zu dieser Heuristik, die Sie da so in Ansätzen sehen, die ich aber jetzt hier auch noch mal stärker ausdifferenzieren kann. Ich stelle das jetzt nicht im Einzelnen vor, würde zu lange dauern, komme ich nicht mehr zu den Konfliktfällen. Ich sage nur die Pointen. Mit diesem Konzept, was Sie sehen, das zwischen alten und neuen Mittelklassen differenziert, das in der ersten Rechnung, wir nehmen den Bauerdatensatz, Mittelklassenausweis so bei etwa 27, 28%, würden wir mit Eric Olin Wright Mittelklassen bestimmen als Mittelklassenlagen, als Lagen, die nicht nur widersprüchlich sind, sondern antagonistische, also unaufhebbare Interessengegensätze beinhalten. Mit dem Effekt, dass Angehörige von Mittelklassen entweder sowohl Ausbeuter als auch Ausgebeutete sind oder beides nicht. Ja, das wäre die Bestimmungsgröße für Mittelklassenzugehörigkeit. Alte Mittelklasse ist die im Wesentlichen selbstständige Mittelklasse der kleinen Warenbesitzer. Neue Mittelklasse sind die akademisch Gebildeten, die in Positionen mit bürokratischer Kontrollmacht gelangen und diese gegenüber anderen abschotten. So, und bezogen darauf, mit diesen Kriterien, kann man das Anwachsen der Mittelklassen in entwickelten Kapitalismen abbilden. Aber gleichzeitig kann man die Mittelklassen so eng halten, dass man nicht dem Mythos Mittelklassen anheimfällt. Gewöhnlich ist das in der deutschen Soziologie so, dass sie, sagen wir mal, jeder, der eine einigermaßen sichere Beschäftigung hat und über Mindestlohn verdient, der Mitte zurechnet. Im subjektiven Selbstverständnis ist das auch häufig der Fall. Aber nehmen wir mal Sarah Wagenknecht, nicht? Wenn die die Facharbeiterschaft der mittleren Mitte zurechnet, argumentiert sie nicht klassenanalytisch, sondern mit einem Modell sozialer Schichtung, das dazu führt, dass wir immer Gesellschaften kriegen, die einen ganz dicken Mittelstandsbauch haben und immer so tun, als wären die Arbeiter verbürgerlicht oder so. Stimmt aber empirisch eben nicht. Ja. So, und dem tragen wir Rechnung. Die Mitte ist groß, also die Mittelklasse ist groß, aber eben nicht der dicke Bauch, den man sich vorstellt. Und die zweite Pointe ist, dass wir aber im Unterschied dazu von drei Lohnarbeits- oder von löhnenabhängigen Klassen sprechen. Die neue lohnabhängigen Klasse, akademisch gebildete Menschen ohne Kontrollmacht und ohne die Möglichkeit, andere ideologisch zu beherrschen. Sie sehen hier so eine Größenordnung von mit den Exklusionsbereichen 11, knapp 12% der Beschäftigten, der Erwerbstätigen. Schauen Sie mal auf Fridays for Future. Da wird immer behauptet, das seien Mittelklassebewegungen.
Die meisten Wissenschaftler, Studierende und so weiter, die sich da engagieren, haben keine Kontrollmacht. Deshalb wahrscheinlich auch viele von Ihnen werden eher zum Nachwuchs dieser neuen lohnabhängigen Klasse gehören. Dieses Konzept der neuen Arbeiter geht zurück auf eine Diskussion in den 1960er Jahren um die Soziologen Serge Mallet, Alain Turin und andere. Mein alter Lehrer Frank Depper hat sie damals auch aufgegriffen, Anfang der 1970er Jahre. Damals war die These, dass die akademisch qualifizierten Lohnabhängigen die besonders radikalen Weitblickenden sind. Das war ein bisschen vermessen. Aber ich würde sagen, empirisch stimmt das heute fast mehr als in den frühen 1970er Jahren. Also unter Bedingungen, wo das Abitur sozusagen die Hälfte eines Jahrgangs macht und damit eine Studienberechtigung erwirbt, ist Bildung nicht mehr das diskriminierende Mittel, positiv, negativ diskriminierend, was Zugehörigkeit zu Mittelschichten oder Mittelklassen beschreibt. So, dann haben wir eine konventionelle lohnabhängige Klasse. Das ist immer noch die Mehrheitsklasse. Sie sehen aber hier mit den Exklusionsbereichen sind das nur noch gut 34%. Mit schrumpfenden Teilen in entwickelten kapitalistischen Staaten. Also die Arbeiterschaft in den Carbonindustrien wird schrumpfen, Stahl, Auto und so weiter. Dafür nimmt sie aber die konventionelle Arbeiterschaft, konventionell wegen geprägt von dann doch körperlicher, zum Teil körperlich belastender, häufig monotoner, repetitiver Teilarbeit, nimmt sie in anderen Bereichen zu. Also in den Online-Diensten haben wir eine Logistik mit Großbetrieben, Arbeitertätigkeiten, auch wenn die Menschen Angestellte heißen. Das sind Großbetriebe von bis zu 4.000 Beschäftigten auch in Deutschland. Da entsteht das neu. Also diese Klasse verschwindet nicht, sie gruppiert sich aber um. Und das dritte, die dritte indirekt von Löhnen abhängige Klasse wäre die neue Unterklasse. Dazu würden wir Menschen und Personen zählen, die dauerhaft unter der Schwelle gesellschaftlicher Respektabilität leben. Und diese Schwelle gesellschaftlicher Respektabilität wird nach einer Studie, der ersten Studie von Pierre Bourdieu zur RIFKA-Bühler, gezogen anhand des Kriteriums nicht zur eigenen Reproduktion und der Reproduktion der Familie, so man sie denn hat, fähig zu sein. Der Bourdieu beschreibt das für die RIFKA-Bühler mit den Straßenhändlern, die eigentlich nichts verdienen mit ihrem Straßenverkauf, aber indem sie demonstrieren, dass sie tätig sind, sich sozusagen das Recht auf Gaben durch ihre Familie verschaffen, also ein Anrecht darauf, ein informelles Anrecht. Und das führt zum Überleben unterhalb der Schwelle der Respektabilität, wenn man so will. Ja. So, und das haben wir in moderner Form auch in den entwickelten kapitalistischen Staaten. 10-15% der potenziell erwerbstätigen Bevölkerung, die überhaupt nicht mehr reinkommen in reguläre Beschäftigung, Arbeit, die auf unterschiedliche Weise reguliert werden, in den Vorstädten in Frankreich durch sozialen Ausschluss, in den USA in den Ghettos mit Gewalt und in Deutschland über Hartz IV jetzt Bürgergeld, wenn man so will. Ja, sehr unterschiedliche Formen des Ausschlusses, aber das wäre konstitutiv für die neue Unterklasse. Und Sie sehen hier, mit dem Bauer-Datensatz können wir die Größenordnung dieser neuen Unterklasse leider nicht ermitteln, weil Erwerbslosigkeit nicht ausgewiesen ist. Deshalb haben wir hier eine große Gruppe der Nichterwerbstätigen von 21%, die aber nicht alle der Unterklasse angehören. Aber, das jetzt als letzter Satz dazu, das Prekariat ist keine Klasse, sondern wir haben in allen Klassen Formen von Prekarität, Ausschluss, die wir als Exklusionsbereiche bezeichnen. Ne? Und also akademische Prekarität heißt, sie gehen durch ein Nadelöhr, aber dann finden sie einen Job in der Regel. Ja, das ist aber was völlig anderes, wenn sie als Leiharbeiter oder im Niedriglohnbereich arbeiten, da kommen sie so schnell eben nicht raus. Ja. So, das sind die Unterschiede. Ich gehe jetzt auf Weiteres nicht mehr ein zur Klassenheuristik, sondern versuche jetzt mit Hilfe dieser Klassenheuristik empirische Fälle ein bisschen zu analysieren, die wir erhoben haben, um zu zeigen, dass aus dem alten industriellen Klassenkonflikt tatsächlich eine sozialökologische, man muss es im Plural aussprechen, sozialökologische Transformationskonflikte werden. Im Bild sehen Sie was? Das Kohlerevier in der Lausitz. Da haben wir zwei Studien gemacht. Wir haben, hier sehen Sie das so ein bisschen
Das sind etwa 50 Interviews, die wir gemacht haben, knapp 50 Interviews. Und wir sind folgendermaßen vorgegangen. Wir haben in der ersten Studie Beschäftigte der LEAG, das ist das braunkohlefördernde und verstromende Unternehmen der Region, befragt. Und zwar durch alle Hierarchiestufen. Vom Manager und den Betriebsräten, die quasi Manager sind, bis zu den Bergleuten auf der Förderbrücke. Ne? Und im zweiten Schritt haben wir eine zweite Studie gemacht und haben befragt Menschen aus der Region und Tagebau- und Braunkohlekritikerinnen und Gegnerinnen. Und in einem dritten Schritt haben wir dann auch noch Leute vom Bündnis Ende Gelände befragt, in Leipzig und anderswo. Das ist jetzt hier noch gar nicht ausgewiesen, kommt dann auch noch dazu. Was haben wir gefunden? Die Beschäftigten der LEAG haben uns eine Geschichte erzählt, ich nenne das Deep Story. Also Deep Story meint eine tiefen Geschichte, die sich für die, die sie erzählen, so anfühlt, als sei sie die Wahrheit, ohne die Wahrheit sein zu müssen. Und diese Geschichte ging immer so. Die LEAG ist das beste Unternehmen der Region mit den besten Löhnen, den besten Tarifen, den besten Arbeitsbedingungen, den besten Ausbildungsmöglichkeiten, den besten Aufstiegsmöglichkeiten. Das Unternehmen sponsert die Vereine der Region und sorgt für sozialen Zusammenhalt. Und jetzt kommt ihr und wollt, dass wir immer früher aussteigen. Wir sehen ja ein, dass es irgendwann sein muss, sagen die meisten, nicht alle, aber bitte nicht so schnell, weil ihr nehmt uns eine gute Beschäftigung, ich würde mit meinen Worten hinzufügen, reich ausgestattet mit Sozialeigentum. Ja? Und wir wissen genau, wenn wir diese Beschäftigung verlieren, dann droht uns der Bootsverleih an der Ostsee. Und mit der Ostsee ist aber nicht die Ostsee gemeint, sondern der geflutete Tagebergbau in Cottbus. Und wenn Sie da einen Bootsverleih betreiben, können Sie sicher sein, dass Sie mindestens ein Drittel Ihres Einkommens verlieren. Ja. Das ist die Wahrnehmung. Und von dieser Wahrnehmung aus werden die Braunkohle-Gegnerinnen und Kritikerinnen als Bedrohung oder gar als Feinde konstruiert. Und es gibt so ein Beispiel, was uns in den Interviews immer wieder gesagt wird. Es ist eine grünen Politikerin aus Nordrhein-Westfalen, die hat folgenden Satz gesagt. Egal ob Nazis oder Braunkohle, braun bleibt braun und ist immer SCH. Die Dame hat sich von diesem Satz distanziert dann öffentlich. Aber es gab kein einziges Interview, was wir mit Bergleuten geführt haben, wo dieser Satz nicht vorkam. Und die haben dann alle gesagt, früher, also zu DDR-Zeiten, so sie aus der alten Stammbelegschaft kommen, das waren ja mal 80.000, jetzt sind es noch 8.000, waren wir die Helden der Nation und haben dafür gesorgt, dass es alle warm haben. Und jetzt sind wir die Deppen der Nation und 3 Kilometer entfernt vom Tagebergbau weiß niemand mehr, was wir entlasten. Und das versetzt ihnen Wut. Und das führt dazu, dass sie wirklich den Klimawandel relativieren, zum Teil leugnen. Niemand hat im Interview gesagt, ich wähle AfD. Aber der Satz geht immer so. Eigentlich müsste ich AfD wählen, aber das darf man ja nicht. Das ist die Partei der Klimaleugner, die ihnen verspricht, sozusagen den Tagebergbau noch ewig weiterführen zu können, den Braunkohlebergbau. Deshalb wähle ich FDP. Weil die energiepolitisch eine ähnliche Position vertreten. Ja. Aber schauen Sie sich das Wahlergebnis der AfD in der Lausitz an. In Brandenburg haben 44% der Arbeiter AfD gewählt. In der Lausitz war der Anteil noch mal deutlich höher und der AfD-Anteil lag weit über 37%. Ja. So, das ist eine Konstellation. Die Sichtweise der Braunkohle- und Tagebaugegner, die sehr heterogen sind, ist eine völlig andere. Die wirtschaftliche Bedeutung der Braunkohle wird überschätzt. Wir müssen raus aus der Braunkohle, weil Haupttreiber des Klimawandels, die Kohleverstromung, so schlimm, wie es die Kumpel sagen, ist der Arbeitsmarkt gar nicht, alle werden was finden. Und die Bergleute müssen mal runter von ihrem hohen Ross. Jahrzehnte hat sich alles um die Braunkohle gedreht. Und jetzt bitteschön, sollen sie doch auch mal auf Privilegien verzichten, im Interesse des Großen und Ganzen. Ja. Also eine völlig andere Geschichte, völlig konträr dazu, mit einer Differenzierung. Sofern man in der Lausitz lebt,
will man die Region, ich kann das gar nicht begreifen, muss ich dazu sagen, nur wegen eines besseren Arbeitsplatzes nicht verlassen. Viele der Kinder der Bergleute, die wir befragt haben, aber auch der anderen, mussten gehen, weil sie keine Arbeit mehr gefunden haben. Und die verdingen sich jetzt in der Gastronomie in Tirol oder sonst wo. Die begreifen sich tatsächlich als Migrantenfamilien, weil zum guten Leben gehört für sie, sich mit der Familie, den Kindern zu treffen. Und das geht nicht mehr. Ja, und jetzt kommen die Kinder zurück. Und jetzt soll plötzlich die Arbeit in der Braunkohle zu Ende sein. So schnell wie möglich. Ja, das ist so. Und aber auch die sozusagen die Kohlekritiker sind, würden nicht nur wegen eines Arbeitsplatzes die Lausitz verlassen. Wie gesagt, ich kann das nicht verstehen, habe das auch schon öffentlich gesagt. Wenn Sie bei Regen in die Lausitz reinfahren, ja, dann denken Sie schnell wieder weg. Deshalb hat mich eine Kollegin der Süddeutschen Zeitung als Lausitzhasser bezeichnet. Das habe ich auch von mir gewiesen. Ja. Bin ich nicht. Ich würde nur nicht in der Lausitz leben wollen. Ja. Obwohl ich denen versprochen habe, dass ich mit meinem Rennrad da jetzt mal hinkomme im Sommer, muss ich wohl machen. So. Aber bezogen auf diesen Grundkonflikt, ja, alle lieben die Lausitz, aber man redet nicht mehr miteinander. Es gibt keine Kommunikation zwischen den Lagern. Und es gibt aber einen Punkt, der sich jetzt bei Lützi, also in dem Kampf um Lützerath, wiederholt hat. Die in der Region ansässigen Braunkohlegegnerinnen und Kritikerinnen kritisieren die Aktionen der von außen kommenden, also des Bündnisses Ende Gelände, nicht alle. Sie erkennen an, dass diese Aktionen überhaupt erst dazu geführt haben, dass der Konflikt in die Öffentlichkeit geriet, nicht. Und selbst die Kumpel sagen, also Hochachtung, als sie die Förderbrücke besetzt haben, das Banner hat aber millimetergenau auf die Förderbrücke gepasst. Ja, also das erkennt ein Bergmann an. Ja. Fügt aber hinzu, jetzt muss ich noch für deren Sicherheit sorgen, am liebsten. Ja. So. Aber sozusagen der Sturm auf schwarze Pumpe, den Kollege, wie heißt er? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, peinlich. Sie wissen das, hat ein Buch geschrieben, wo der Sturm auf schwarze Pumpe als Erweckungserlebnis gefeiert wurde. Ich komme im Verlauf des Abends noch drauf. Also dieser Sturm auf schwarze Pumpe, der wird von den meisten, die vor Ort und in der Region leben, abgelehnt. Ja, und die sagen, das hat den Aktionskonsens gesprengt und ist mehr geschadet als genutzt. Und das Gleiche hat sich wiederholt in und um Lützerath. Ja. So, aber unterm Strich kann man sagen, dass sich in diesem Konflikt etwas zeigt, wo sich ökologische und soziale Konfliktachse gegeneinander verselbstständigen, mit dem Effekt, dass die sozial-ökologische Transformation blockiert wird. Und die Gefahr, dass sich das, was sich da im Bergbau exemplarisch entwickelt hat, im Wertschöpfungssystem Automobil wiederholt, ist sehr groß. Sehr groß, auch wenn, das ist ja nicht ein Ausstieg, Autos werden weiter produziert. Also das ist, insgesamt ist die Gefahr groß, dass Teile der konventionellen Arbeiterschaft, wenn nicht gegengesteuert wird, in einem Modus der ideologischen Beherrschung, der den ökologischen Gesellschaftswandel predigt und die soziale Nachhaltigkeit vergisst, in das Lager der ökologischen Konterrevolution getrieben werden. Ja? Ich kann es an einem Beispiel nochmal deutlich machen, dann mache ich einen kurzen Parforce-Ritt durch die anderen zwei Fälle, aber sehr kurz, und sage dann noch zwei, drei Schlussfolgerungen. Also völlig unbeachtet, im Sommer 2021 hat es eine Volksabstimmung in der Schweiz gegeben über ein Klimapaket. Das wurde von allen Umweltverbänden, großen Teilen der Gewerkschaften und so weiter gepusht, wo man darauf gesetzt hat, in der Schweiz, die ja schon eine CO2-Steuer hat, die es bei uns noch gar nicht gibt, über die Stärkung des Emissionshandels zu einer rascheren Senkung von Emissionen zu kommen. Emissionshandel heißt, die viel emittieren, kaufen Emissionszertifikate, die sie denen abkaufen, die wenig emittieren. Dann gibt es auch noch eine Umverteilung. So funktioniert das Modell idealiter. In der Realität funktioniert es leider so nicht, aber das sei mal dahingestellt. Der Punkt ist aber gewesen, das ist ja eine marktkonforme Lösung, die immer bedeutet, wenn es immer über den Preis und Märkte geht, Märkte und Preisbildung, dass die kleinen Portemonnaies relativ und absolut am meisten drunter leiden. Was hat die SVP gemacht? Ist, die Partei, die nicht ganz so radikal ist wie die AfD, aber rechtspopulistisch.
Die hat plakatiert, Fliegen und Autofahren nur noch für Reiche. 52% Ablehnung im Volksentscheid für dieses Gesetzespaket. Große Krise der Schweizer Umweltverbände, der Schweizer Linken. Und seither wird diskutiert, wie ein Klimaschutz für die 99% aussehen könnte. Ja, also die soziale Frage wurde vernachlässigt und das hat zu diesen Ergebnissen geführt. Das ist noch ein harmloses Beispiel. Marine Le Pen hat im Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich gezeigt, was man auch noch machen kann. Die hat die Thematik systematisch besetzt. Will sie jetzt nicht weiter ausführen. Was bedeutet das für das Wertschöpfungssystem Automobil? Wir haben zwei Paradefälle. Das eine ist ist das Werk Opel Eisenach. Mal ein Vorzeigewerk vor 30 Jahren, jetzt eher ein Auslaufmodell. Und der zweite Paradefall ist der Fall Komponentenwerk VW in Baunatal, Kassel. Grüße an die Kasseler Kolleginnen und Kollegen. Ja? Also ich muss es jetzt, weil ich schon lange geredet habe, sehr knapp eindampfen. Ja? In Eisenach finden wir eine Problematik, die der in den Braunkohlerevieren vergleichbar ist. Die Betriebsräte sind klar festgelegt auf die Klimaziele. Sie wissen um die Bedeutung der Transformation. Aber sie sagen uns sehr zu Recht, schon in den Interviews benutzt den Begriff Transformation nicht. Die Kollegen wissen damit nichts anzufangen. Und das, was wir in den Interviews festgestellt haben, war, um es sehr kurz zu machen, eine große Skepsis gegen E-Mobilität, technisch nicht ausgereift und so. Warum? E-Mobilität wird bedeuten, in der deutschen Automobilindustrie mit gegenwärtig etwa 800.000 Beschäftigten einen Arbeitsplatzverlust von bis zu 300.000, vielleicht 200.000 Arbeitsplätzen. Weil das Verhältnis von Menschen zu Produktion ist im Verhältnis E-Mobilität Verbrennungsmotor 1 zu 10. Ja, kommen zwar auch neue Arbeitsplätze dazu, aber das ist sozusagen das, was sie an Personal einfach einsparen, wenn sie rasch auf E-Mobilität umstellen. Deshalb also mit fachlich guten Argumenten richtige Kritik an der E-Mobilität als nicht zureichend, auch für den sozusagen für den ökologischen Wandel, aber eben dann nicht mit dem Schwenk, dann brauchen wir ein anderes Mobilitätssystem, sondern machen wir langsamer. Und die Betriebsräte sagen uns, wenn wir zu sehr aufs Tempo drücken, haben wir die alle bei der AfD oder viele bei der AfD. So, und was jetzt aber wichtig ist für diesen Modus ideologischer Beherrschung, das mache ich jetzt an einem wunderschönen Beispiel, was mir richtig ewig im Gedächtnis haften bleibt. Sie sehen hier die Vertrauensleute von Opel Eisenach. Wir haben im Vertrauensleute-Seminar alle Vertrauensleute befragen dürfen. Und dann saß ein angehender Vertrauensmann vor uns am Mikrofon. Ich habe mit einer Studentin zusammen interviewt, die bei Fridays mitmacht. Und dann hat er uns erzählt, sein Hobby ist, sein Auto auf 250 Sachen zu tunen und auf der linken Spur Teslas zu jagen, bis sie mit überhitztem Motor rechts ranfahren. Da hat er uns grinsen angeguckt. Er hat gesagt, und das kann mir keiner verbieten. Und ich weiß genau, in Thüringen gibt es nur 3 Streifen auf der Autobahn, die erwischen mich nie. Selbst wenn ich mal eine treffe, bin ich schneller. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, warum erzählt er uns das? Und meine Antwort wäre folgende. In Grotha lebend müssen Sie um 3.40 Uhr aufstehen, um 5.30 Uhr die Frühschicht zu erreichen. Dann arbeiten Sie in 51-Sekunden-Takten mit 3 Pausen. Zwei 9-Minuten-Pausen, eine Stunde vorher sind sie platt, sagen uns alle. Junge, wie macht man die? Wegen 3,8 brutto, ein Spitzenverdienst in Thüringen für einen Produktionsarbeiter. Wegen Familie, Familie in dem Sinne, dass wenn man zur alten Stammbelegschaft wird oder zumindest schon lange im Werk ist, die Kolleginnen und Kollegen wie Familie sind. Und wegen Sozialeigentum. Man hat einen Tarifvertrag und einen starken Betriebsrat und empfindet das als Schutz. Und man weiß genau, wenn man da rausfällt, in der Thüringer Zulieferindustrie liegen die durchschnittlichen Löhne 44% unter Westniveau. Ja. So, und man nimmt das also in Kauf aus den genannten Gründen und verbindet das mit einem Zusatz. In der freien Zeit möchte man tun und lassen können, was man will. Und da will man sich nicht von Leuten, jetzt Zitat, die von Bandarbeit nichts wissen, die keine Ahnung haben, wie Arbeiter leben,
vorschreiben lassen, was man in seiner freien Zeit tut. Und das ist eine Reaktion auf den Modus ideologischer Beherrschung. Sie identifizieren den ökologischen Gesellschaftskonflikt und die damit verbundenen Handlungsimperative als Druck einer übergeordneten Klasse, dem sie nicht nachgeben wollen. Ja, und man könnte so weit gehen zu sagen, dass diese 250 Sachen, linke Spur, in gewisser Weise auch, wenn es so artikuliert wird, ein Protest gegen diese Art von Druck sind. Ja. Was ist anders im Baunatal? Die Spitze des Betriebsrats agiert anders. Carsten Betzold und sein Nachfolger Carsten Büchling vertreten die gleiche Position und argumentieren ganz offensiv, dass ein E-Mobil, bevor es auf der Straße steht, 20 Tonnen CO2 emittiert hat. Und Carsten Betzold hat dazu gesagt, ein Produktionsmodell, ein Geschäftsmodell, das darauf beruht, jedes Jahr 70 Millionen neue Pkw in den Weltmarkt zu schieben, kann weder sozial noch ökologisch nachhaltig sein. Trotzdem werden die Jungs, oh, jetzt habe ich Jungs gesagt, also werden Carsten Betzold und Carsten Büchling und ihre Gesinnungsgenossen mit weit über 90% der Stimmen im Werk gewählt. Aber nicht wegen ihrer Position zur Transformation, sondern trotz. Ja, daran kann man sehen, vieles hängt an der Positionierung der Betriebsräte. Aber es sind dicke Bretter zu bohren. Ne? Und der wichtigste Unterschied von Kassel zu Opel Eisenach ist, dass in Kassel niemand glaubt, dass aufgrund der Tatsache, dass dort bis zu 9000 Arbeitsplätze verloren gehen werden im Zuge der Umstellung auf E-Mobilität, das ist Fakt, niemand glaubt, dass er wirklich in Bedrängnis kommen wird, weil alle darauf vertrauen, dass VW sozialverträgliche Lösungen finden. Das ist der Unterschied zu Opel Eisenach und Stellantis, wo es diese Sicherheit nicht gibt. Ja? Und das macht sehr viel aus. Also sie haben sehr viel mehr Bewegungsspielraum, auch in Sachen Aufklärung über den ökologischen Gesellschaftskonflikt. Ich muss dazu sagen, dass ganz junge Leute haben wir bei Opel Eisenach nicht mehr, weil die ein Einstellungsverbot haben. Aber die jungen Leute, VW Kassel, da wird ganz offensiv gesagt, aufs Auto kann ich verzichten. Ja, also wir haben auch einen Generationenwandel gewissermaßen. Aber der entscheidende Punkt ist, dass die VW-Betriebsräte in ihrer Spitze ganz offensiv eintreten für ein nachhaltiges Mobilitätsmodell, in dem die Bedeutung des individuellen Personennahverkehrs reduziert ist. Ansätze dieser Utopie haben wir ja mit dem 9-Euro-Ticket gesehen, ja, wo Mobilität plötzlich zu einem öffentlichen Gut wurde, für alle erschwinglich. Ich erinnere mich an einen Straßenverkäufer, Verkäufer der Obdachlosenzeitung in Leipzig, der mir freudestrahlend gesagt hat, er hätte ein 9-Euro-Ticket geschenkt bekommen und sei zum ersten Mal seit 30 Jahren nicht nur aus Leipzig raus gewesen, sondern am Meer. Ja, also das ist, da hat sich so blitzartig angedeutet, wo Lösungen eigentlich bestehen können. Das ist Automobilindustrie, also heterogener die Konfliktdynamik und sehr stark abhängig von der Positionierung der Sprecher, der Belegschaften, der Betriebsräte. Und es gibt eben Gewinner, Verlierer, je nachdem, wo man in der Wertschöpfungskette positioniert ist. Eine kurze Bemerkung zur Post und dann zu den Schlussfolgerungen. Nee, dann noch eine Bemerkung zum öffentlichen Personennahverkehr und dann zu den Schlussfolgerungen. Dass es bei der Post einen sozial-ökologischen Transformationskonflikt gibt, glauben Sie wahrscheinlich gar nicht. Ja? Oder? Glaubt das jemand? Ja, das Management ökologisiert die Fahrzeugflotte und die Logistik. Also man möchte mehr auf die Bahn verlagern und Sie sehen die Lastenfahrräder und so weiter. Aus der Sicht der Beschäftigten ist das ja schön und gut. Aber wenn die Lasten auf den Lastenrädern immer schwerer werden und die Zustellbezirke immer größer, dann empfindet man das als Belastung. Und es kommt noch dazu, um das jetzt sehr kurz zu machen, in der aktuellen Tarifrunde, Sie wissen, die Postler fordern 15% mehr Lohn. In der aktuellen Tarifrunde tritt das Management auf niederlassungsphysiologischen Beherrschung. Und Sie können sich vorstellen, was das für Reaktionen auslöst. Ich muss allerdings dazu sagen, bei denen, die wir befragt haben, verfängt das überhaupt nicht. Es gibt Frauen, die so in 22-Stunden-Verträgen arbeiten.
dass wir zur Reduktion tragen können, dann würden wir auch verzichten, zum Beispiel aufs Auto. Ja? Was Lohnerhöhungen nicht möglich sind, ja, weil man investieren muss in die Ökologisierung der Fahrzeugflotte. Das sorgt dafür, dass man sagt, meine Arbeit ist eigentlich ganz gut. Ich liebe meine Arbeit, aber ich hasse das Unternehmen. Ja? Das ist so ein Kernsatz, den wir da immer wieder hören. So, und was ist transformierende Interessenpolitik? Und dann nur noch, ich mache da nur noch eine einzige Schlussfolgerung. Das links von mir aus gesehen sind die Studierendenvollversammlung in Leipzig, vielleicht war es in Marburg auch so. Das war die Gründung von Students for Future im Mai 2019. Das Star der Veranstaltung war der Betriebsratsvorsitzende öffentlicher Personennahverkehr. Ich hatte gefordert, nicht nur kostengünstigen, sondern sogar kostenfreien ÖPNV als Teil einer nachhaltigen Verkehrswende. Und dann hat er gesagt, Dörre, hast du darüber mal nachgedacht, was das für meine Kolleginnen und Kollegen bedeutet? Druck auf Löhne und Gehälter, Outsourcing und so weiter. Und hat dann aber die Kurve gekriegt und hat in Richtung der, also man sieht hier nur die Leute, die drin sind im vorhin Audimax. Draußen standen nochmal 500, die nicht reinkamen, aber geblieben sind. Das war irre. Habe ich zuletzt in Marburg in den 70er Jahren erlebt gehabt. Ja, also ich war auch außer mir, muss ich sagen. Ja. Pferde gingen mit mir durch. Ich habe dann in die Menge gefragt, seid ihr der Meinung, dass Unternehmen, die die Klimaziele nicht realisieren, enteignet gehören? Ja. Die Veranstalter vorne rutschten immer tiefer, ja, weil sie gesagt haben, ich soll es nicht so radikal machen. Aber ich konnte es nicht lassen. Ja. Ich habe dann noch den Bogen mit dem Grundgesetz reingekriegt und Artikel 15, ja, der die Sozialisierung regelt. Aber Spaß beiseite, also der Betriebsratsvorsitzende hat gesagt, ihr könnt uns helfen. Wir haben Tarifrunde im nächsten Jahr. Um es kurz zu machen, 30 Städten haben sich Unterstützungskomitees für die Tarifrunde im öffentlichen Personennahverkehr ausgebildet, aus Fridays. Was aber die eigentliche Sensation war, Verdi hat das angelegt als eine Klimaschutzrunde. Sehr umstritten innerhalb der Gewerkschaften, hat sogar zu Austritten geführt. Aber für die beteiligt waren, dann doch mit einem sehr guten Ergebnis, sodass das Ganze jetzt in der neuen Tarifrunde erneut anvisiert werden soll. Ja? Das würde ich als ein Beispiel für transformierende Interessenpolitik bezeichnen, im Unterschied zu konservierender Interessenpolitik in den Braunkohlerevieren, wo man versucht, den Wandel so lange wie möglich rauszuzögern und Hybrid in der Automobilindustrie. Was mache ich jetzt an Schlussfolgerungen? Die erste Schlussfolgerung lautet, die Klassenachse oder die Achse der sozialen und Klassenkonflikte und die Achse des ökologischen Gesellschaftskonflikts lassen sich nicht aufeinander reduzieren. Es gibt keine Konvergenz. In dem Sinne, dass ökologischer, also Bekämpfung des Klimawandels immer schon auch das Gleiche wie Klassenkampf ist, das stimmt nicht. Aber es gibt auch keine Konvergenz dahingehend, dass sich alles auflöst im ökologischen Gesellschaftskonflikt, sondern es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen beiden Konfliktachsen, aber deutliche Überlappungszonen. Und im Moment ist es so, dass zu den Überlappungszonen gehört die Kosten der Krise und die Kosten des Wandels. Sie sehen hier in der Tabelle, die Langzeitarbeitslosigkeit ist zurückgegangen. Der Anteil von Menschen im Leistungsbezug von früher Hartz IV, jetzt Bürgergeld ist zurückgegangen, aber die Armutsquote ist auf Rekordniveau. Und das ist das, was wir gegenwärtig erleben. Ja, deshalb auch die hohe Lohnforderung bei der Post, auf den ersten Blick 15%. Aber es hat damit zu tun, dass über einen langen Zeitraum die Einkommen der unteren Hälfte der Lohnbezieherinnen und Bezieher gemessen an ihren Anteilen am Bruttoinlandsprodukt immer geringer geworden ist. Und dass bei hohen Energiepreisen, hohen Nahrungsmittelpreisen, eine Inflationsrate von 10%, das Armutsrisiko immer stärker wächst, auch für Leute, die in Vollzeitbeschäftigung sind. Sie glauben nicht, wen wir an der Jenaer Tafel inzwischen treffen. Ja? Also Leute, die einfach nicht über die Runden kommen, gewissermaßen. Ja? Und deshalb würde ich behaupten, diese Zangenkrise hat spezifische Verlaufsformen, mal dominiert das eine, mal dominiert das andere. Im Moment besteht die Gefahr, dass die soziale Frage, die Relevanz der sozialen Frage, ökologische Nachhaltigkeitsziele in den Hintergrund drängt. Das ist eine ganz gefährliche Situation. Zweite Schlussfolgerung ist die Akteursthese. Die sagt ganz einfach, dass wir die Konfliktdynamiken wirklich empirisch erforschen müssen. Also man kann das nicht deduzieren. Spontan neigen aber große Gruppen tatsächlich dazu,
soziale und ökologische Nachhaltigkeitsziele gegeneinander auszuspielen. Sie sehen das hier an dem Ergebnis dieser repräsentativen Befragung, die wir im Frühjahr letzten Jahres zu Beginn des Ukraine-Krieges gemacht haben. Sie sehen, das ist fast ein Volksvorurteil, dass der gesellschaftliche Wohlstand gerechter verteilt werden könnte. Das ist das obere Item. Und das untere Item, ich glaube, auch in Zukunft meinen jetzigen Lebensstandard halten zu können, das glaubt auch die Mehrheit. Und da steckt ein Spannungsverhältnis drin. Ja, also man hat nicht erwartet, dass es dramatische Wohlfahrtsverluste geben wird. Und das Institut der Deutschen Wirtschaft beziffert die pro Kopf im Durchschnitt allein für 2023 bei 7.000 Euro pro Kopf. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, was das für die unteren Einkommensbezieher bedeutet, die am wenigsten emittieren, den geringsten ökologischen Fußabdruck haben, aber am meisten für den sozialökologischen Wandel bezahlen. Also da wächst eine riesige, riesige Gefahr für, ja, Drift in Richtung ökologische Kontraproduktion, könnte man sagen, ja. Und die dritte These ist jetzt, die dritte Schlussfolgerung ist etwas optimistischer. Es kann auch anders ausgehen. Und hier sehen Sie die Belegschaft der GKN-Fabrik in Campi di Bisenzio, Toskana. GKN ist ein Zulieferbetrieb. Die haben von dem Finanzinvestor, dem die Fabrik, das Unternehmen gehört, eine E-Mail bekommen, die ganze Belegschaft, jeder Einzelne, dass die Fabrik am nächsten Tag geschlossen ist aus wirtschaftlichen Gründen. Und daraufhin haben sie die Konsequenz gezogen, den Betrieb zu besetzen, das Wegholen der Maschinen zu verhindern. Haben sie getan, wir stehen bis heute. Und sie haben aber noch mehr getan. Sie haben sich mit Fridays verbündet und kritischen Wissenschaftlern verbündet und versuchen, einen Plan zu entwickeln für Formen alternativer Produktion. Die Umstellung auf der Wasserstoffwirtschaft spielt eine große Rolle und sie sind in der Lage, Sie sehen das in Florenz, gemeinsam mit den Gewerkschaften eine Demonstration mit immerhin 10.000 Leuten auf die Beine zu stellen. Ja, das wäre aus meiner Sicht transformierende Interessenpolitik, die sozusagen an die Wurzeln des Übels geht, in der Tendenz jedenfalls. Und das berührt jetzt auch nochmal den globalen Süden, den ich jetzt nochmal ansprechen will. Also bei einer nachhaltigen Mobilitäts- und Verkehrswende spielt ja eine Umstellung auf grünen Wasserstoff als Energiequelle eine große Rolle. Ja. Bezogen auf Wasserstoff muss man von unterschiedlichen Wasserstofftechnologien sprechen und dann beginnt die Farbenlehre. Brauner Wasserstoff ist solcher, der aus fossilen Energien gewonnen wird. Blauer ist solcher, der aus fossilen Energien gewonnen wird, aber keine CO2-Emissionen tätigt, weil das CO2 in der Erde gespeichert wird. Und grüner wurde mit erneuerbaren Energien hergestellt, verflüssigt und dann entsprechend geliefert, zum Beispiel aus Staaten des globalen Südens. Nehmen wir mal Chile als ein Beispiel. Die chilenische Kollegin da oben sitzt sie. Ja. Also natürlich kann man eine Wasserstoffwirtschaft aufbauen, indem man den Wasserstoff, weil im chilenischen Süden der Wind immer bläst, man den Wasserstoff billig herstellen kann. Also die Verflüssigung, die Elektrolyse ist relativ preiswert zu machen. Und wenn Sie dann noch Schiffe haben, die mit Wasserstoffmotoren, betriebene Motoren fahren, könnten Sie eine CO2-neutrale Wasserstoffwirtschaft aufbauen, die von Energieimporten aus der deutschen Sicht lebt. Und den globalen Süden, das ging aber auch mit Portugal, Marokko, Namibia und so weiter, den globalen Süden mitnimmt. Die entscheidende Frage ist jetzt aber, wird das die Fortsetzung des alten Abhängigkeitsmusters, also ein Energieimperialismus, dass man wieder die Länder des Südens extraktivistisch ausbeutet und für die aber nichts übrig bleibt? Oder gelingt es, eine solche Wasserstoffwirtschaft aufzubauen, mit fairen Preisen, mit der Prämisse, dass die Energie, die gewonnen wird, zum Beispiel im Süden Chiles, auch der Region und dem Land erstmal zur Verfügung stehen. Und der Prämisse, dass aber auch verarbeitende Industrien eben nicht nur im Chemiedreieck in Ludwigshafen platziert sind, sondern möglichst umweltschonend auch in Chile entstehen und dort Arbeit und Beschäftigungsperspektiven bieten. Ja, das ist die Schlüsselfrage und die berührt im Grunde das, was ich mit Alex Veit und anderen jetzt gerade bearbeite,
Wenn wir das, was ich jetzt für Deutschland gesagt habe, im Weltmaßstab denken, dann müssen wir, glaube ich, wieder darüber nachdenken, über einen Ansatz, der damals als New International Economic Order eine Rolle gespielt hat. Das waren Julius Nyerere und andere. Im Grunde ging es um eine sozialistische Globalisierung. Und das hat sich, das hat in den, der Bewegung der blockfreien Staaten eine zentrale Rolle gespielt. Daraus sind eigentlich die Nachhaltigkeitsziele überhaupt erst entstanden, wenn man so will. Ja? Und ich glaube, dass wir zum Beispiel, also am Beispiel der Wasserstoffwirtschaft kann man das sehr gut zeigen, wieder in eine solche Richtung marschieren müssen. Das heißt, wir brauchen eine dritte Stimme von blockfreien Staaten aus dem globalen Süden. Ich glaube, dass die südamerikanischen, lateinamerikanischen Linksregierungen da eigentlich eine wichtige Rolle spielen können. Für mich ist es kein Zufall, dass Lula in seiner ersten Rede sich sofort zum Ukraine-Krieg positioniert hat und sofort den Waffenstillstand gefordert hat und damit aber signalisiert hat, dass Brasilien als ein BRICS-Staat bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Aus meiner Sicht könnte Lula trotz aller innenpolitischen Schwierigkeiten geradezu eine Führungsfigur eines Kampfs um eine solche New Economic International Economic Order werden. Und ich glaube, dass wir eine solche Bewegung dringend brauchen, auch aus Europa unterstützen müssen, um zum Beispiel den Putins dieser Welt die Möglichkeit zu nehmen, sich als Verteidiger der globalen Unterschicht des globalen Südens aufzuspielen. Das hat er ja genau getan in der Begründung für den Ukraine-Krieg. Ja. Und da sind sehr dicke Bretter zu bohren. Ich glaube aber, das ist jetzt eine vornehme Aufgabe von Soziologinnen, Soziologen, Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern sein muss, über solche Konzepte nachzudenken und das sehr schnell zu tun und öffentlichkeitswirksam zu tun, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Vielen Dank.